Hallo, liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier zurück auf unserem virtuellen Campingplatz. Mit einer Woche Pause wollen wir uns heute das Thema Kondenswasser annehmen. Und das Spannende war, wir haben neulich mal einen Post bekommen, ob wir vielleicht auch mal andere Hersteller als Camper Dometic mit berücksichtigen können. Und da passt es natürlich wunderbar, weil das Thema Kondenswasser ist eigentlich ein Thema, das gilt für jedes Zelt, sei es ein Luftvorzelt, sei es ein Stangenvorzelt, sei es ein Familienzelt, sei es ein Partyzelt, eigentlich völlig egal. In dem Moment, wo ich ein Zelt draußen aufbaue, habe ich mit dem Thema Kondenswasser zu tun und muss mich damit auseinandersetzen. Es wird ja immer wieder heiß diskutiert und jetzt steht auch die Jahreszeit bevor, in der das am häufigsten auftritt. Ist ja eher so ein Thema vom Herbst und vom Frühjahr. Und ich bin dann heute Morgen aufgestanden und als ich aus dem Fenster geguckt habe, auf dem Balkon quasi, habe ich gesehen, dass es, glaube ich, keinen besseren Tag gibt, als das Thema Kondenswasser zu behandeln, weil wir hatten richtig schön Nebel. So sah das aus. Das heißt, die Sichtweite war irgendwas so 80, 100 Meter und dann war da eine weiße Wand, wo eigentlich sonst der Dreienberg zu sehen ist, war heute nur milchiges Nebelschwaden. Und in Summe ist Nebel eigentlich nichts anderes als Kondenswasser, so wie Wolken auch nichts anderes sind als Kondenswasser. Und von daher passt das natürlich gut zum Thema. Wir haben uns das Ganze angeschaut und haben auch ein paar Daten gemessen und haben dazu den Wohnwagen aufgestellt auf einer Wiese, wunderbar neben einem kleinen Bachlauf. Die Wiese nicht unbedingt, ja, kein Campingplatz, sondern eigentlich ja, eine ungemähte Wiese, die bei der Witterung natürlich auch durchgängig eigentlich feucht und nass ist. Hat auch kräftig geregnet übers Wochenende. Wir haben zwei Zelte dran gebaut, ein SR400, glaube ich, im Pro-Material auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein All-Season, Grande 390 All-Season. Einfach mal hier das 390er, und das sieht man schon, das war morgens früh, die Scheiben sind beschlagen. Also es hat funktioniert. Wir haben in die Zelte Messgeräte gestellt, die quasi im 15-Minuten-Takt, glaube ich, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit gemessen haben, und das Ganze haben wir dann auch noch mal komplettiert mit einem Temperaturfühler, der draußen stand. Das heißt, wir haben die Temperatur im Wohnwagen und in den Zelten kontinuierlich gemessen und eben die Luftfeuchtigkeit in den Zelten auch. Gucken wir uns gleich noch mal an. Da wird es dann schon relativ präzise oder relativ detailliert. Von daher vielleicht erst noch mal ein paar Worte vorab. Kondenswasser oder wird auch oft als Schwitzwasser diskutiert. Tritt eigentlich immer dann auf, wenn die Luft gesättigt ist. Luft kann eine ganze Menge Wasserdampf aufnehmen, hat sogar das Bestreben im Prinzip, Wasserdampf aufzunehmen. Und das ist abhängig von der Temperatur. Das heißt, je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Temperatur aufnehmen. Das kennt man an warmen, schwülen Tagen, habe ich ganz andere Feuchtigkeitswerte als an kalten Tagen. Und da kann man das selber erleben, spielt dann auch, wenn man sich jetzt die Troposphäre anschaut, eine Rolle. Wir haben natürlich in den Tropen das typische Tropenklima mit heftigen Gewittern eigentlich fast täglich und dem exzessiven Wasserkreislauf von Verdunsten und wieder Abregnen. Das ist bei uns etwas abgemildert. Und je weiter nördlich man kommt, desto weniger ausgeprägt und krass ist das. Also wer das in tropischen Regionen mal erlebt hat, das ist schon beeindruckend, was da an Dampf unterwegs ist im wahrsten Sinne des Wortes. Für uns ist natürlich nicht schön, wenn wir morgens aus dem Wohnwagen kommen und das Zelt ist nass, und zwar von innen und teilweise auch richtig klatschnass. Das kann durchaus passieren, wenn einfach ein paar Dinge zusammentreffen. Und ja klar, wenn wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann und kältere weniger, dann muss das Wasser irgendwo hin, wenn es abkühlt, wenn die Luft abkühlt. Und das passiert natürlich immer nachts. Und wenn ich mir jetzt die Jahreszeit anschaue, dann haben wir tagsüber durchaus Temperaturen, die noch in die 20 Grad gehen, und wir haben nachts Temperaturen, die schon fast Richtung Gefrierpunkt schielen. Also ich hatte, glaube ich, in den letzten Nächten, das niedrigste war 3,8 Grad, immer morgens um 4.30 Uhr, also so kurz vor Sonnenaufgang, erreicht dann die Temperatur ihr Minimum. Und ja, das waren 3,8 Grad. Das ist natürlich schon eine relativ krasse Differenz zwischen Temperaturmaximum und Temperaturminimum. Und das ist natürlich Potenzial für Feuchtigkeit. Und wenn ich dann noch so eine Witterung habe, bei der es halt auch häufig regnet, dann verstärkt das das Ganze noch mal mehr, weil die Feuchtigkeit, die vom Boden in die Luft kondensieren kann, halt einfach quasi nicht endet. Das ist halt, solange der Boden feucht ist, ist immer für reichlich Nachschub gesorgt. Das heißt, die Luft kann Feuchtigkeit am Tag aufnehmen und eben in der Nacht
Wenn es dann so krass abkühlt, dann muss die Feuchtigkeit wieder irgendwo hin und das sehen wir an den Scheiben oder je nach Material auch an den Dächern des Zeltes, die dann nass sind. Und ja, das kann zu Tropfenbildung führen und dann tatsächlich auch runtertropfen, sodass ich dann morgens schon ganz erkleckliche Seen am Boden oder auf den Tischen oder Stühlen habe. Das heißt, man muss wirklich gucken, wie geht man damit um. Es gibt ein paar Mittel und Wege, aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns das Ganze erst noch mal ein bisschen in der Theorie an. Ich habe da ein paar Grafiken vorbereitet. Wir können die erste mal einblenden. Da sieht man einfach mal den Verlauf. Wie viel Wasser oder wie viel Wasserdampf kann denn die Luft aufnehmen, bei welcher Temperatur? Ihr seht unten an der X-Achse quasi bei minus 10 Grad beginnend, mal bis 30 Grad hoch. Wie viel Gramm pro Kubikmeter Wasserdampf die Luft aufnehmen kann. Und man sieht schon, das ist hier irgendwo bei 0,25 bis hoch zu 30 Gramm pro Kubikmeter. Das ist schon eine Riesenspanne, die das ausmacht. Und da irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und wenn wir uns mal den Temperaturverlauf im Zelt anschauen, wie das so über den Tagesverlauf abläuft, dann sieht man hier eigentlich einen ganz schönen Chart. Wir haben die rote Linie. Die rote Linie, das ist die Außentemperatur, also so wie eigentlich die Temperatur ist. Jetzt haben wir da keine perfekte Messstation, das heißt, die spiegelt auch in gewisser Weise die direkte Sonneneinstrahlung wieder. Wir sehen hier, relativ früh am Morgen geht die steil nach oben. Da hat die Sonde oder der Sensor die Sonne ziemlich direkt abbekommen. Genauso das Pro-Zelt, das Acer 400 Pro, die Temperatur geht fast genauso steil nach oben. Ein bisschen zeitversetzt, logischerweise. Dafür geht es am Ende auch noch ein bisschen höher als die Außentemperatur. Auch das kennt ihr, im Zelt ist es immer eigentlich einen Tacken wärmer als draußen. Und dann kam entweder Bewölkung oder eine andere Abschattung. Auf jeden Fall ist die Temperatur erstmal dann wieder abgesackt und ist dann quasi bis zum Nachmittag hin auf einem gewissen Plateau verlaufen. Spannend, das All-Season-Zelt im Vergleich, da war es ein bisschen anders. Auch das geht am Anfang nach oben, verläuft dann erstmal relativ linear und hat dann am Nachmittag nochmal ziemlich viel Sonne abbekommen und hat dann da eine Temperaturspitze drin. Das waren dann im Zelt gemessen 25,7 Grad und das Ganze bei einer Außentemperatur von 17 Grad. Das ist so genau das Thema, wo jetzt ein bisschen das Problem auftaucht. Wir haben bei diesen 25,7 Grad kann das Ganze eine ganze Menge mehr Wasserdampf aufnehmen als bei niedrigeren Temperaturen. Das war eben im Chart eingezeichnet. Wir können ja noch mal kurz einblenden. Dann seht ihr die Zahlen auch noch mal direkt. Also 23,7 Gramm pro Kubikmeter gehen bei 25,7 Grad. Wenn man das mal im Vergleich zu den niedrigsten Temperaturen dann im weiteren Verlauf von 4,2 Grad sieht, da sind es nur noch 6,3 Gramm pro Kubikmeter, die das Ganze aufnehmen kann. Und das ist immerhin eine satte Differenz von 17 Gramm pro Kubikmeter, die dann irgendwo hin müssen. Und ja, und insofern haben wir da ganz viel Potenzial für Kondenswasser am nächsten Morgen. Wir haben das Ganze nochmal weiter angereichert. Ich hatte es eben schon gesagt, mit dem Verlauf der relativen Luftfeuchtigkeit. Und da sehen wir natürlich, dass die relative Luftfeuchtigkeit, der Name sagt, es ist ein relativer Wert, das heißt, er bezieht sich immer auf die aktuelle Temperatur. Wie stark ist die Luft in dem Moment gesättigt? Und das Ganze in Prozent ausgedrückt, das ist natürlich abhängig von der Temperatur. Und insofern ist das, was wir in der Grafik sehen, dann logisch zu erklären. In dem Moment, wo die Temperatur hochgeht, geht die Luftfeuchtigkeit runter, weil die Luft potenziell ja mehr Feuchtigkeit aufnehmen könnte, aber so schnell natürlich auch nichts verdunstet. Das war an dem Tag, ich sag mal, für Kondenswasseraspekte ganz positiv, dass die Temperatur dann auch relativ schnell wieder abgefallen ist. Wenn wir jetzt über einen längeren Tagesverlauf diese warme Temperatur gehabt hätten, dann hätte natürlich die Verdunstung aus dem Boden, aus dem Gras heraus extrem zugenommen. Und die Luft hätte sich immer weiter angereichert mit Feuchtigkeit. Das heißt, die relative Luftfeuchtigkeit wäre dann auch sukzessive wieder gestiegen. Das heißt, dieses Delta zwischen dem, was die Luft aufnehmen kann und was sie dann zum kältesten Zeitpunkt nur noch aufnehmen kann, wäre immer größer geworden. Das heißt, die Menge an Wasserdampf, die auskondensiert wäre, wäre noch weiter gestiegen. Das war an dem Tag nicht so, aber ich kann mich da an einen Urlaub am Lago Maggiore erinnern, wo wir wirklich traumhafte Sommertage hatten mit 26, 27 Grad. Nachts war es so 6, 7 Grad und
Das Vorzelt stand in der ersten Reihe zum See. Das heißt, wir hatten dann auch noch über den Seewind in der Nacht kontinuierliche ja, feuchte Zufuhr. Das heißt, das Zelt war am nächsten Morgen richtig nass. Und das war auch in der Woche, in der wir da waren, eigentlich kaum in den Griff zu kriegen, was wir dann probiert haben und was das nützt und was ihr auch natürlich machen könnt, um das zu minimieren, komme ich gleich noch drauf. Aber das ist jetzt erstmal der, ja, ich sag mal, der theoretische Rahmen. Also wir haben das Phänomen, dass je wärmer die Luft ist, sie umso mehr Flüssigkeit aufnehmen kann oder Wasserdampf aufnehmen kann. Und das ist auch dieser Kondensationsprozess eigentlich was Kontinuierliches ist. Das heißt, im Prinzip hat das immer das Bestreben, dass ein Gleichgewicht stattfindet zwischen nassem Boden und der Luft darüber. Das erreichen wir äußerst selten, also so Wetterlagen wie heute Morgen, wo ich dann ja tatsächlich eine 100% gesättigte Luft direkt am Erdboden habe, ist ja Gott sei Dank relativ selten, weil natürlich Wind die feuchte Luft wegträgt. Wir haben thermische Konvektion, das heißt im Sommer sehen wir das, wenn wir dann die typischen Schäfchenwolken am Himmel haben, dann steigt eben diese mehr gesättigte Luft auf und kondensiert dann irgendwann zu Wolken aus. Auch das ist nichts anderes als Kondensation. Aber da habe ich natürlich permanente Umwälzung in der Luft. Das heißt, ich erreiche eigentlich nie die volle Sättigung. Und insofern ist eigentlich ein permanentes Bestreben da, das Wasserdampf quasi vom Erdreich, vom flüssigen Zustand in den dampfförmigen Zustand wechselt und die Luft weiter sättigt. Das ist, ja, wie gesagt, ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn der bei hohen Temperaturen den ganzen Tag laufen kann, dann habe ich eben eine ganze Menge Feuchtigkeit schon einfach nur so in der Luft. Und wenn es dann nachts abkühlt und die warme, feuchte Luft trifft auf die dann sehr kalte Scheibe oder ans sehr kalte Dach, dann sind das natürlich die Punkte, wo eben der Wasserdampf wieder flüssig wird. Und ich habe dann eben die Tropfen, über die wir eben schon gesprochen haben. Das Phänomen wird sich nie unterbinden lassen. Man kann es in gewisser Weise eindämmen und man kann die Folgen verändern. Aber das Grundproblem werden wir natürlich, Gott sei Dank, nie lösen können mit einem Zelt. Und insofern können wir einfach nur schauen, wie wir das am besten, am angenehmsten für uns gestalten können. Aber das ist noch nicht alles, was Wasserdampf in die Luft bringt. Wir haben natürlich noch einige andere Sachen, die ebenfalls ihren Teil dazu beitragen. Auch da haben wir eine kleine Folie zugemacht. Das ist ein Punkt, den man eigentlich gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Aber einige Wohnwegen, so wie unserer auch, der hat die Abluftgitter für den Kühlschrank. Das heißt, der Kühlschrank ist auf der Türseite und somit auf der Vorzeltseite. Der Kühlschrank produziert Abwärme und die Abwärme soll ja eben über diese Lüftungsgitter nach außen geführt werden, damit es da keinen Wärmestau gibt. Auch das kennt ihr vielleicht in ganz heißen Regionen, dass dann der Kühlschrank nicht mehr richtig kühlt. Aber dafür sind eigentlich diese Lüftungsgitter da. Das heißt, die warme Luft wird eigentlich aus dem Wohnwagen raus transportiert und erwärmt dann, wenn da ein Vorzelt steht, natürlich indirekt auch die Luft im Vorzelt. Das ist gar nicht so unerheblich, weil der Kühlschrank ja doch relativ kontinuierlich läuft und gerade im Sommer dann auch kühlt. Das heißt, da ist dann immer eine gewisse Wärmezufuhr und ich erhöhe diese Temperaturdifferenz. Da ist nicht unbedingt extrem viel Feuchtigkeit im Spiel, aber eben, sage ich mal, eine Erwärmung noch zusätzlich, die dieses Temperaturdelta einfach noch weiter vergrößert. Also das ist ein ganz spannender Punkt. Guckt auch bei euch mal, wenn ihr Kondenswasser-Themen habt, wo kommt eigentlich die Abluft vom Kühlschrank raus? Viele Wohnwegen haben es auch auf der anderen Seite, ist von dem Gesichtspunkt her natürlich eigentlich deutlich besser und auch von der Abfuhr der Warmluft besser, weil im Zelt ist ja dann windgeschützter. Auch da ist es auf der anderen Seite angenehmer, aber es liegt natürlich am Grundriss. Das ist ja nur bedingt variabel. Zweites Thema sind wir am Ende selber. Das heißt, auch wir sind im Vorzelt. Je nachdem, Menschen, Haustiere, viele haben ihre Hunde mit. Ausatemluft, ein ganz spannendes Wort übrigens. Ich habe 27 Mal nachgeguckt, ob sich das wirklich so schreibt, aber scheint so zu sein. Aber Ausatemluft hat bei einer 30 Grad Temperatur eine relative Luftfeuchtigkeit von 95-100%. Das heißt also, mit der Atemluft alleine kommt schon relativ viel Feuchtigkeit ins Vorzelt. Das sind bis 1,5 Liter pro Tag, pro Mensch. Das heißt, eine vierköpfige Familie kann gut und gerne über den Tag verteilt 6 Liter abgeben. Jetzt werdet ihr nicht die komplette Zeit im Vorzelt sein. Aber wenn man eben mal so an die Gramm pro Kubikmeter Zahlen denkt, dann sind natürlich auch 3 Liter schon eine ganze Menge Zeug, was zusätzlich eben Feuchtigkeit anreichert.
Dritte Thema ist natürlich Kochen. Auch das wird ja ab und zu heiß diskutiert. Kochen im Vorzelt ist natürlich jetzt eine ganz vage Angabe von 0,12 bis 3 Liter während des Kochvorgangs. Hängt natürlich ganz stark davon ab, was ihr macht. Wenn da was lange vor sich hin köchelt, dann wird natürlich entsprechend viel Feuchtigkeit abgegeben. Bei einem kurzen, schnellen Erwärmen ist es deutlich weniger. Aber ich habe halt auch da nicht nur Feuchtigkeit, die tatsächlich abgegeben wird. Da wird man auch relativ viel immer schnell weglüften wollen, weil das ja tatsächlich Wasserdampf ist. Also der schlägt sich ja dann mitunter sofort nieder. Aber ich erhöhe natürlich auch wieder die Temperatur und fördere damit quasi die Kondensation von Wasser, dass die relative Feuchtigkeit im Zelt weiter steigt. Ja, der vierte Punkt auf dem Chart, wenn wir noch kurz drauf gucken, ist das Wetter. Ja, eigentlich unterm Strich der wichtigste, aber wenn ihr ankommt, und das ist ein Thema, wo vielleicht Luftvorzelte ein bisschen anders aufgestellt sind als Stangenvorzelte, weil der Aufbau relativ schnell geht, das habe ich selber schon erlebt. Wenn wir relativ spät abends auf den Campingplatz gekommen sind, sei es bei irgendeinem Treffen, dann wird eben doch noch mal schnell das Luftvorzelt rausgeholt, zwei Herhänge rein, aufgepumpt und notdürftig abgespannt und das Zelt steht sofort. Es kann aber sein, dass es dann inzwischen der Boden schon klamm ist, also die übliche abendliche Feuchte sich dann am Boden niederschlägt. Da muss es nicht mal geregnet haben, aber wenn ich dann natürlich über diesen nassen Boden aufbaue, ist die Feuchtigkeit erstmal noch im Boden drin am nächsten Tag. Und verdunstet dann ins Vorzelt und insofern habe ich dann auch Feuchtigkeit drin. Ich habe da auf einem Luftzeltcamper-Treffen im Bad Rodenfelde, war das ganz spannend. Am ersten Morgen war das Zelt von innen beschlagen und es war einiges an Kondenswasser da und ab dem Tag nicht mehr. Also an dem Tag ist es dann quasi durchgetrocknet, der Boden war trocken. Es hat dann nochmal leicht geregnet, das kam aber dann nicht am Boden an im Zelt. Das heißt, der Zeltboden war trocken und insofern hatten wir die nächsten Tage dann auch keine Themen mehr mit Kondenswasser. Bei Stangenzelten würde man vielleicht einfach, weil der Aufbau länger dauert, dann bis zum nächsten Morgen warten, in Ruhe anfangen, dann ist der Boden schon wieder trocken, dann habe ich den Effekt gar nicht erst. Aber in Summe ist das jetzt eine Nuance, die eher an der praktischen Nutzung liegt als an der Art des Zeltes. Ja, das sind eigentlich noch mal so ein paar Faktoren, die eben dazu beitragen, dass das Thema Kondenswasser intensiviert werden kann. Dinge, die wir auch wirklich beeinflussen können. Was kann man aber jetzt dagegen tun? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste eigentlich ist Lüften. Wenn ich schaffe, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Zelt, der Feuchtigkeit außerhalb des Zeltes anzugleichen, dann habe ich auch kein Thema mehr mit Kondenswasser. Also kann ich eine kontinuierliche Lüftung sicherstellen, dann werde ich diese Bilder nicht sehen. Stimmt nur bedingt, jeder, der eine Markise hat, also richtig festen Markisematerial, oft am Wohnmobil, wird es auch kennen. Die hat ja gar keine Seitenwände, das heißt, mehr belüften kann ich ja gar nicht. Dass auch da durchaus dass die Markisenplane von unten am nächsten Morgen oder teilweise in der Nacht dann schon nass ist. Ganz vermeiden kann ich es damit auch nicht, aber es wird schon mal deutlich minimiert. Das heißt, gerade nach dem Kochen oder auch wenn ihr abends im Vorzelt heizt oder mit mehreren Leuten noch lange zusammengesessen habt und im Vorzelt heizt, dann hinterher auf jeden Fall mal richtig kräftig durchlüften. Das minimiert das Risiko schon mal um einiges, weil eben dann ja zumindest auf diesem Niveau ein Ausgleich stattfinden kann, zumindest in weiten Teilen. Ganz ausschließen lässt sich es dann natürlich immer noch nicht, aber es wird schon mal deutlich reduziert. Lüften ist also wirklich ein Thema. Ihr habt ja an allen Zelten eigentlich immer Lüftungsmöglichkeiten. Wir werden ja auch oft gefragt, wofür sind denn eigentlich bei den Camper-Dometic-Zelten oder auch bei den anderen Luftvorzelten diese Dreiecke oben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man das hier in der GoPro erkennen kann. Dieses Dreieck da oben, ja, ich versuche das mal einzufangen, genau. Da drunter sitzt ja die Hochentlüftung, jetzt hier in dem Beispiel. Das ist einfach ein Lüftungsgitter und dieses Dreieck ist einfach dazu da, um dieses Lüftungsgitter vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ich kann es euch auch nochmal von innen zeigen. Da ist so eine Klappe davor, wenn es ganz hart wird, kann ich die auch noch zumachen, wettermäßig. Aber prinzipiell habe ich ja eben diesen kleinen Dachüberstand und dadurch ist dieses Lüftungsgitter so, dass es eigentlich durchgängig offen sein kann und ich würde auch dringend empfehlen, das zu machen. Wenn man sich aber die Größe dieser Lüftungsgitter anguckt in Relation zu dem Raum im Vorzelt, ist auch klar, dass das, ja, ich würde mal sagen, Tropfen auf einen heißen Stein ist. Ich kann damit
nicht sicherstellen, dass ich kein Kondenswasser habe, aber ich sollte froh sein, um jede Möglichkeit zu reduzieren. Und da sind die Lüftungsgitter wirklich wichtig. Guckt einfach jedes Mal, wenn ihr aufgebaut habt, ob die wirklich offen sind. Das ist so ein Klett, wenn der sich beim Zusammenrollen wieder da drauf legt, dann ist mir auch schon passiert, dass ich dann nach ein paar Tagen irgendwie erst gemerkt habe, dass das zu ist, und dann bringt es natürlich nichts. Egal bei welchem Vorzelt und welchem Vorzelthersteller, ihr werdet die Lüftungsgitter immer an hohen Stellen finden. Sie sind entweder mit so einem Dreieck geschützt, es gibt auch so aufstellbare Hutzen quasi, die da drüber sind, die aufgespannt werden. Und bei ganz vielen Vorzelten, die eher so eine klassische Form haben, wie hier das Club Air, da können wir auch noch mal kurz mit der GoPro gucken. Das hat nämlich noch mal eine zusätzliche Entlüftung hier unter dem Giebeldach. Jetzt sieht man es, glaube ich, hier, wenn man es aufmacht, kann man schön das Lüftungsgitter sehen. Das funktioniert hier eben gut, weil ich durch diesen Dachüberstand auch dieses Dreieck direkt oben im Giebel geschützt habe und somit noch an einer zusätzlichen Stelle belüften kann. Das ist auch eines der Vorteile von diesem kleinen Dachvorstand, dass ich einfach die Möglichkeit habe, da noch eine zusätzliche Entlüftung anzubringen. Ansonsten ist das von Zelt zu Zelthersteller auch unterschiedlich, wo die Lüftungsgitter angebracht sind. Das guckt euch einfach an. Gibt auch teilweise die Möglichkeit, Fenster zu öffnen, auch bei Regen, dass trotzdem gelüftet werden kann. Auch das ist natürlich eine schöne Option, um dafür zu sorgen, dass das Ganze eben gut zirkulieren kann und ihr das Fenster ruhig aufgestellt lassen könnt und nicht beim ersten Regentropfen dann nachts raus müsst und das Fenster aufmachen. Auch das ist eine Option zu sagen, okay, ich mache die Fenster und Türen auf über Nacht. Das war das Erste, was ich dann damals am Lago Maggiore versucht habe. Ich habe dann quasi die Seitenfenster aufgemacht, zwar unkritisch, weil es nicht geregnet hat. Das war noch ein Fiesta Air Pro Zelt, das heißt, es hatte so schräge Seitenwände. Wenn es geregnet hätte, wäre das natürlich nicht gegangen. Obwohl es vom Zelt Innenraum fast keinen Unterschied gemacht hätte am nächsten Morgen, ob es reingeregnet hätte oder es Kondenswasser war. Aber ich konnte das Fenster offen lassen. Habe ich gemacht, hat noch nicht so viel genutzt. War trotzdem noch reichlich Feuchtigkeit im Zelt, kaum spürbarer Unterschied. Also insofern habe ich überlegt, was kann ich dann machen. Der nächste große Punkt, über den halt die Feuchtigkeit kommt, hatte ich eben schon gesagt, ist der Boden. Wenn der Boden Feuchtigkeit enthält und gerade eine feuchte Wiese ist und oder sogar, keine Ahnung, bei Regen da regelrecht die Bäche drunter durchlaufen, dann habe ich natürlich Feuchtigkeit ohne Ende im Zelt, die verdunsten kann, und das wird sie dann auch nach Kräften tun. Das kann ich natürlich unterbinden. Jetzt haben wir hier in dem Zelt auch einen Teppich drin, den Continental Cushion Carpet, der atmungsaktiv ist. Der bringt mir natürlich nur bedingt was, weil eben da Öffnungen eben drin sind, dass der Boden atmen kann. Das ist gut für die Wiese, aber unterbindet natürlich jetzt nicht die weitere Zufuhr von Feuchtigkeit. Da gibt es dann Bodenplan, da gibt es ja die verschiedensten Lösungen. Wir haben inzwischen eigentlich für alle Camper-Dometic und Outwell-Zelte gibt es sogenannte Footprints. Bei Busvorzelten ist es eigentlich üblich, dass ein relativ fester Boden drin ist, entweder fest eingenäht oder zum Einklipsen oder Einkletten. Je nach Hersteller, ob Vango, Outwell oder Camper, ist da egal. Da sind oft feste Böden drin. In Familienzelten sind auch in der Regel, zumindest im Wohnteil und im Schlafteil sowieso, feste Böden drin, die auch fest eingenäht sind. Das heißt, also da habe ich das schon mal minimiert, sofern der Boden dicht ist, und das sollte er sein, kommt da keine Feuchtigkeit durch. Bei Wohnwagen- und Wohnmobilvorzelten ist es halt auf vielen Stellplätzen und Campingplätzen schlicht untersagt, feste, luftundurchlässige Planen unterzulegen, weil natürlich der Rasen dann extrem leidet, dann eigentlich nach ein paar Wochen nur noch eine Sandwüste oder eine Lehmwüste übrig ist. Und das ist natürlich dann nicht schön ist, gerade wenn der nächste dann kommt und ein bisschen anders steht, dann uns regnet, dann hat er so eine Matschlandschaft da. Also von daher gibt es viele Plätze, die das nicht zulassen. Das müsst ihr prüfen, deswegen sind diese Folien eigentlich immer extra. Gibt viele von euch, das habe ich auch schon oft gesehen und eben dann in der Schweiz auch ausprobiert, einfach mit Baumarktfolie drunter gelegt. Die kostet nicht viel, ist nicht luftdurchlässig. Und am Ende ist sie dann ziemlich dreckig und die kann man dann eigentlich entsorgen, und die hat tatsächlich eine ganze Menge Linderung geschaffen damals. Man hat auch, ich habe extra eine Transparente genommen, dass man von unten dann, dass man sehen kann, was da passiert unter dieser Folie, und das ist dann schon auch interessant, was da allein an Wasser hing. War schon sehr beeindruckend, und das kann man sagen, so eine Folie ist wirklich
verschafft die Linderung. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, die einen kennen das Problem, die anderen haben das noch nie gehabt. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Auf der einen Seite natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen Glück, dass es einfach die richtigen Stellplätze waren und ihr diese Extremwitterung noch nicht erlebt habt. Sie sind aber wirklich nicht so ungewöhnlich. Ich hatte es auch am Luftzeitcamper-Treffen am Mohrenhof, wo wir ein ASR 500 an einem Aufbaurahmen aufgebaut haben. Und auch da war am nächsten Morgen die Front komplett beschlagen, weil wir auch da auf einer feuchten Wiese aufgebaut haben. Also in Summe ist man halt nicht wirklich gefeit davor. Und andere werden sagen, wir haben das halt noch nie erlebt und wir haben auch solche Witterungen schon erlebt. Wir hatten trotzdem eigentlich nie das Problem, dass es von der Decke getropft hat. Man kann das Problem technisch lösen, dass es im Prinzip in Anführungsstrichen folgenfrei bleibt oder viel folgenfreier bleibt. Und das ist auch ein Unterschied, den wir jetzt bei Campadometic schon im Unterschied zwischen dem Pro-Material und dem All-Season-Material häufig erklärt haben. Das eine ist atmungsaktiv, das andere ist nicht atmungsaktiv. Das heißt, wir haben Materialien, aus denen Zelte gefertigt werden, die aus technischen Gründen einfach von innen so beschichtet sind, dass es die Feuchtigkeit keine Chance hat oder die Luft keine Chance hat, durchzukommen und somit durch das Material an sich kein Feuchtigkeitsaustausch stattfinden kann. Durch die Scheiben sowieso nicht, die sind immer dicht von innen und von außen. Das heißt, da wird keine Luftaustausch stattfinden können. Aber bei diesen Materialien, und das sind die typischerweise diese von innen beschichteten Polyestermaterialien oder so eine richtige PVC-Plane, da hat die Luft keine Chance, den Weg nach draußen zu finden und dass es einen natürlichen Luftaustausch gibt. Auf der anderen Seite, das kennen wir sehr stark aus dem Familienzeltbereich, gibt es die sogenannten Polykottenmaterialien, die man haptisch schon, und das All-Season-Material von Campadometic geht ja in eine ähnliche Richtung. Das hat so eine rauere Oberfläche. Man merkt richtig, dass es auch ja so ein, ja, wie soll man das jetzt beschreiben, natürlichen Anteil, textileren Anteil hat. Und da wird ja sehr oft Baumwolle genommen, was dann in Kombination mit Polyester verwendet wird. Baumwolle hat ja die Eigenart, dass wenn es feucht wird, quillt es auf und dichtet sich dadurch quasi selber ab. Das heißt, ich brauche eben diese luftabschließende Beschichtung nicht und kann das Zelt eigentlich ja mehr oder weniger unbehandelt stehen lassen, und dadurch habe ich eben gewährleistet, dass es auch einfach Luft nach draußen kann, ohne dass Regen nach innen kann. Und ich habe dann zwei Phänomene, nämlich zum einen nimmt das Material Feuchtigkeit auf, also es ist nicht durch diese Beschichtung einfach eine Sperre dazwischen, sondern das Material an sich kann Feuchtigkeit aufnehmen. Die sammelt sich dann nicht in Tropfenform unterm Dach, sondern das Material wird an sich feucht und gibt dann die Feuchtigkeit im Idealfall im Tagesverlauf nach außen hin ab. Und somit habe ich einen Transfer der Feuchtigkeit von innen nach außen, von dem ich im Zelt eigentlich gar nicht viel mitbekomme, außer ich fasse am nächsten Morgen mal wirklich das Dach an und merke dann, dass es klamm ist. Aber es tropft halt nichts oder die Tropfen sind viel, viel feiner. Ich habe nicht diese Tropfensammlung, die dann nach unten tropft, weil das einfach, ja, platt gesagt, im Material hängt und dann im Tagesverlauf in Ruhe verdunsten kann. Auch da wird es Extremwetterlagen geben, wo es auch da mal dazu kommen kann, dass mal ein Tropfen runterfällt, aber es ist dann doch eher unwahrscheinlicher. Wir haben eben das All-Season-Zelt dann am Morgen gesehen, da waren die Scheiben ein bisschen beschlagen, aber eben diese Pfützen oder so Pfützentropfenbildung hat man nicht so wie beim Polyestermaterial. Das Ganze ist natürlich immer, dann würde man sich natürlich logischerweise die Frage stellen, warum sind nicht alle Zelte aus so einem Material? Das hat dann auch wieder andere Konsequenzen, nämlich wie gesagt, das Material nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie dann im Tagesverlauf wieder an die Umgebung ab. Heißt auch, das Material ist tatsächlich nass. So ein Polyesterzelt kann man sich mit einer guten Imprägnierung und einer intakten Beschichtung auf der Innenseite fast so vorstellen, da ist der Stoff an sich nie nass. Wer mal ein Zelt gesehen hat, was nicht mehr richtig imprägniert ist, der weiß, glaube ich, was ich meine. Da merkt man auf einmal, wie sich das Material voll Wasser saugt. Und wenn so ein Zelt richtig gut imprägniert ist und wie gesagt die Beschichtung auf der Innenseite intakt ist, dann perlt das ab und ich habe eigentlich, wie gesagt, eigentlich ist das Material an sich nie nass. Das heißt, da muss auch nichts ewig lange durchtrocknen. Wenn man mal ein Polyesterzelt und ein jetzt in dem Fall ein Mischgewebezelt nebeneinander legen würde, ist halt die Trocknungszeit viel, viel höher und durch den Baumwollanteil wird das Material viel, viel schwerer.
Wir haben das gleich nochmal gegenübergestellt, was das im Einzelnen bedeutet. Und last but not least, und das ist auch nicht unerheblich, dadurch, dass es komplexer zu produzieren ist. Ich habe da zwei Gewebearten, die miteinander kombiniert werden müssen in verschiedenen Mischungsverhältnissen, ist es halt auch nicht unerheblich teurer. Das heißt also, diese Atmungsaktivität erkauft man sich sozusagen mit einem, tatsächlich erkauft man sich mit einem höheren Preis, aber auch deutlich höherem Gewicht, etwas höherem Packmaß. Ja, und die Pflege ist insofern ein bisschen intensiver, weil es natürlich auch durchgetrocknet sein muss und das dauert einfach länger. Das heißt, ihr müsst ein bisschen besser timen, wann ihr das Zelt einpacken könnt oder auch wenn ihr es zu Hause nochmal trocknen müsst, dauert es einfach länger. Ist ein bisschen die Frage, was für ein Zelt sucht man. Die Polyesterzelte kommen ja klassischerweise so aus dem Bereich der leichten Reisevorzelte. Das heißt, viel unterwegs, schnell aufbauen, wenig Platz wegnehmen, wenig Gewicht, einfach in der Handhabung. Ja, wie gesagt, nach dem Frühstück ist es in der Regel eigentlich schon trocken und ich kann abbauen und kann weiterfahren. Das ist ja eigentlich der klassische Ansatz des Polyestermaterials, dem entgegen das Mischgewebematerial. Neben dem Mischgewebe würde ich mal sagen, obwohl es natürlich im klassischen Sinne eigentlich auch ein Mischgewebe wäre, habt ihr sicherlich alle schon mal von Tencate-Materialien gehört. Das dürfte so der bekannteste Hersteller sein, holländisches Unternehmen, was Materialien, Stoffe aller Art produziert, unter anderem eben auch Zeltmaterial. Und da von vielen Herstellern eingesetzt wird oder auch für viele Hersteller im Auftrag fertigt, wie Dorema, Isabella und Wango, die dort bestimmte Materialien beziehen oder bestimmte Materialien nach ihren Vorgaben fertigen lassen und dann daraus wieder ihre Zelte fertigen. Melatex hat auch noch ein ähnliches Material im Angebot. Also da gibt es dann auch nochmal, weiß nicht, ob das fachlich richtig ist, aber ich würde es mal als technische Materialien bezeichnen, also Material. Mischung, wo ich verschiedene Lagen habe, die dafür sorgen, dass das Material eben auch atmungsaktiv ist. Kann man sich ein bisschen vielleicht vorstellen, ihr kennt sicherlich alle Gore-Tex-Materialien im Textilienbereich, gerade bei Outdoor-Klamotten, die sozusagen den Körperschweiß bei sportlichen Aktivitäten nach außen transportieren können, aber bei Regen oder so keine Feuchtigkeit reinlassen. Ein bisschen ist es bei diesem Tencate-Material und bei diesen technischen Geweben auch so. Die auch eine Atmungsaktivität versprechen oder sie auch definitiv haben. Extrem hochwertiges Material, mit Sicherheit extrem robust. Gibt es in verschiedenen Qualitätsabstufungen nochmal vom hochwertigen Reisezelt bis hin zum Saisonzelt oder sogar zum Dauerstandzelt. Ja, die Atmungsaktivitäten ist allen gemeint. Die Unterscheidungen sind dann nochmal ein bisschen in anderen Bereichen. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, können wir sicherlich auch mal eine Sendung drüber machen. Ganz spannendes Thema. Aber diese Tencate-Materialien oder eben von Mähler, die sind schon auch atmungsaktiv und können auch eingesetzt werden und sind extrem hochwertig. Mit ähnlichen Trade-ins wie bei den Baumwoll-Mischgewebematerialien, eben ein bisschen Gewicht und ein bisschen und vor allem Preisunterschieden, die dann nicht unerheblich sind. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, wie ihr quasi die Auswirkungen von diesem Kondenswasser so kaum noch spüren werdet. Also im normalen Urlaubs, wie gesagt, es mag Extremwettersituationen geben, wo es dann da auch mal tropft. Aber ansonsten wird man natürlich nicht so direkt damit konfrontiert. Also dass vielleicht ein bisschen die Scheibe mal beschlagen ist oder so. Aber eben diese massive Tropfenbildung ist da schon ziemlich ausgeschlossen. Bei Polyesterzelten gibt es einen ganz guten Kompromiss. Ich habe hier mal so einen Innenhimmel, den gibt es eigentlich auch von allen Herstellern für alle Modelle, sei es Wango, Outwell, Kamba Dometic oder Dorema. Bei den Polyesterzelten kann man hier so einen Innenhimmel reinhängen. Das ist wie so eine Art Zwischendecke. Man hat hier dann quasi Ösen im Zelt unterhalb der Luftschläuche. Hier in dem Fall sind sie gelb. Weiß, mit einer gelben Schnalle vorne, da wird es quasi, die den Anfang zeigt, aber die weißen Ösen sind für den Innenhimmel. Der wird da reingespannt, ist dann so eine Art Zwischendecke, der ist jetzt hier aus einem Baumwollgewebe und dadurch in der Lage eben auch wieder die Feuchtigkeit aufzunehmen. Das heißt, hier wird der Stoff nass. Auch hier kann es im Extremfall sein, dass er so nass wird, dass es auch da wieder Tropfen gibt. Aber es ist natürlich schon mal deutlich minimiert. Das heißt also, die Feuchtigkeit hängt dann hier drin. Und auch hier wird sie dann im Tagesverlauf wieder verdunsten und eben nicht runtertropfen auf den Tisch oder auf die Stühle oder was ihr halt so im Vorzelt stehen habt, sodass es da bei normalen Witterungslagen eigentlich weitgehend trocken bleiben wird. Die sind eigentlich
relativ günstig, wie gesagt, für die meisten Modelle verfügbar und einfach nachzurüsten. Ich kenne inzwischen viele, die sie auch einfach gemütlicher finden, weil sie nochmal so ein bisschen dieses Schlauchcharakter aus dem Dach rausnehmen. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall. Jetzt im Fall von Campa Dometic kann man damit auch diese Oberlichter abschatten. Auch das ist ein ganz angenehmer Nebeneffekt, wenn man mal in der prallen Sonne steht. Also wenn ihr ein Polyesterzelt habt, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, den Innenhimmel dazuzunehmen. Das minimiert das Schwitzwasserthema schon mal deutlich. Den kann man auch separat trocknen. Der braucht auch ein bisschen länger, bis er trocken ist, aber das geht halt einfach einfacher separat, als jetzt das ganze Zelt irgendwo separat zu trocknen. Und den kann man auch mal waschen, das geht auch. Also von daher ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, wenn ihr mit dem Thema konfrontiert werdet und eben so ein Polyesterzelt habt mit seinen anderen Vorzügen. Wie gesagt, leichte Reinigung, schneller Aufbau, weniger Gewicht und günstigerer Preis. Sind ja schon ein paar Argumente, die auch deutlich für die Polyesterzelte sprechen. Bodenplane ist halt auch ein spannendes Thema, nicht nur zum Schutz des Zeltes und des Teppichs und der Sachen, die von unten im Zelt nass werden können, sondern eben auch zur Minimierung vom Wassergehalt im Zelt und damit auch zur Minimierung von Schwitzwasser. Und ja, wenn ihr je nach Art des Reisens, wenn ihr 2, 3 Wochen am Stück irgendwo steht, dann empfiehlt sich natürlich auch immer auf ein Material zurückzugreifen, was mit Kondenswasser besser umgehen kann als eben ein leichtes Reisevorzelt. Auch das haben wir mal zusammengestellt. Es gibt ja inzwischen Gott sei Dank auch ein relativ breites Angebot an Luftvorzelten. Wir haben jetzt hier mal so die Top 5 Hersteller oder die 5 wichtigsten Hersteller aus unserer Sicht aufgeführt. Mit den verschiedenen Materialien, die es so gibt. Das soll völlig wertfrei sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, ob es vollständig ist, müsste aber aus meiner Sicht. Und ich weiß aber auch noch nicht, was bei einigen jetzt in der 2021er Saison kommt, ob sich dann an dem Bild was ändern wird. Und mag auch noch das ein oder andere Zelt geben, was hier einfach fehlt. Aber ich denke mal, das Gros ist damit abgebildet. Wir haben bei Dorema das Weathertex und das Tencate All Season, das als sehr hochwertiges Material. Das Tencate-Gewebe gibt es dann auch nochmal in 2 Qualitätsstufen bei Dorema. Das könnt ihr euch detaillierter anschauen. Wie gesagt, die Atmungsaktivitäten ist beiden eigen. Da geht es dann wirklich eher um die Standzeitenunterscheidung und ein paar Feinheiten. Ja, preislich macht es, wenn man jetzt mal 2 gleich große Zelte nimmt. Wir haben da ja, war ein schöner Bericht jetzt in der Camping Cars and Caravans über das Magnum Air Force. Da hat man den schönen Vorteil, dass man eben die direkt miteinander vergleichen kann. Das heißt, ich kann dieselbe Größe im Weathertex-Material vergleichen mit dem All-Season-Material. Da haben wir einen Preisunterschied von ungefähr 45%, die das All-Season-Material teurer ist. Jetzt laut Katalog sind ja immer dann nur Richtpreise, manchmal sind die Marktpreise ein bisschen anders, aber wir haben jetzt einfach mal immer auf UVP-Basis das Ganze verglichen, das macht es leichter. Das Mehrgewicht liegt bei 30%, also auch nicht unerheblich. Ja, wenn wir nochmal auf die Tabelle gucken, dann sieht man, wenn wir einfach mal die Hersteller weitergehen, Campa Dometic, haben wir eben schon drüber gesprochen, Weather Shield Pro heißt das Material, ihr erkennt das immer an dem Pro im Produktnamen versus dem Weather Shield Four Season Material. Das ist ein bisschen tückisch. Ihr erkennt das Four Season Material an dem Zusatz All Season im Produktnamen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, kann man sich vorstellen, warum das ein bisschen verworren ist. Aber auf jeden Fall, das Material heißt Weather Shield Four Season. Auch hier haben wir eine Preisdifferenz von guten 20% und auch wieder die 30% Gewichtsunterschied. Das heißt also immer, das atmungsaktive Material ist 30% schwerer als das nicht atmungsaktive Material. Bei allen Herstellern bezieht sich das alles nur auf die Vorzelte. Familienzelte haben wir jetzt hier nicht aufgeführt. Da wäre nämlich bei Outwell definitiv auch ein TC, also ein Technical Cotton oder Polycotton, also ein Baumwollmischgewebe im Angebot. Im Vorzeltbereich ist das nicht der Fall. Insofern da nur das nicht atmungsaktive Material. Aktuell ist mein Stand auch bei Westfield so, dass es noch kein direkt atmungsaktives Material im Vorzeltbereich gibt. Das weiß ich nicht, ob sich das im nächsten Modelljahr ändert. Da bin ich noch nicht im Bilde. Und bei Vango, da haben wir nochmal eine ganz spezielle Besonderheit. Da können wir auch nochmal drauf gucken, weil erstmal sind die
Bezeichnung der Textilien relativ, also der Materialien relativ verwirrend. Und der Martin mag es mir nicht übel nehmen. Ich glaube, ich habe noch ein nicht atmungsaktives mindestens vergessen. Sentinel Lux und Exclusive und so weiter, das unterscheidet sich dann nochmal ein bisschen durch die Materialstärke. Spannend ist ja eigentlich der rechte Bereich, nämlich der atmungsaktive Bereich. Und da habe ich euch mal das Tenkade-Logo mit reingebaut. Da gibt es das Sentinel Tenkade Residential Material, was verwendet wird. Auch ein extrem hochwertiges Material, auch atmungsaktiv, UV-beständig und so weiter. Also ähnliche Basis wie bei Dorema. Dann gibt es aber, und das ist die Besonderheit eigentlich, da steht Sentinel Signature TC. Das heißt, es gibt tatsächlich von Vango Vorzeltmodelle aus Baumwollmischgewebe. Und das ist nach wie vor eigentlich ziemlich original, also ziemlich einmalig, gerade auch im Busvorzeltbereich. Also wenn das für euch interessant ist, sicherlich eine spannende Option, sich das mal näher anzugucken. Ich habe es aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft, Isabella noch mit drauf zu bekommen, die ja grundsätzlich eigentlich im Bereich der hochwertigen Materialien unterwegs sind. Das muss ich mir noch mal materialseitig etwas genauer anschauen. Aber da, auch da seid ihr sicherlich mit den atmungsaktiven Materialien sicher aufgestellt, was das Thema Kondenswasser angeht. Ja, so viel mal als ganz grober Abriss zu dem Thema. Es war natürlich sicherlich eine ganze Menge an Informationen. Ich hoffe auch, es war, wenn Profis unter euch sind, kein grober Versprecher drin. Wassergehalt, Wasserdampfgehalt, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, dann ist es ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe versucht, es einigermaßen rüberzubringen. Wichtig ist, wie gesagt, ich erlebe die Diskussion leider sehr oft und wir haben auch oft dann individuelle Diskussionen, wo man sagt, okay, ist das Zelt undicht, ist es Kondenswasser. Es ist wirklich spürbar und es ist ein Phänomen, was sich halt nur bedingt beeinflussen lässt. Ein paar Möglichkeiten habe ich euch genannt. Ganz vermeiden kann man es einfach nicht. Es gehört unterm Strich dazu. Und da sollten einfach auch vielleicht so ein bisschen die Alarmglocken läuten, wenn ihr merkt, es ist tagsüber schön warm, nachts wird es richtig kalt. Ich habe eine nasse Wiese oder so, dann habe ich eben die Gefahr, dass es am nächsten Morgen einfach Tropfen gibt. Ich mache es dann inzwischen schon so, dass ich dann alles, was möglichst nicht nass werden soll, so ein bisschen zur Seite räume, vielleicht die Stühle zusammenklappe, keine Bücher oder Zeitschriften draußen liegen lasse, damit dann nicht am nächsten Morgen genau da die Pfütze draufsteht. Das ist dann immer unangenehm, wenn ich so das Gefühl habe, dass es passieren könnte. Manchmal passiert es dann auch einfach nicht, manchmal passiert es schon. Ich habe auch nicht jedes Mal ein Hygrometer dabei und messe und habe einen Alarm eingestellt, dass wenn die Luftfeuchtigkeit größer als 95% ist, geht im Wohnwagen das Licht an oder so. Also das mache ich dann auch nicht. Aber man entwickelt so ein bisschen Gespür dafür, wenn man sich damit beschäftigt, wann so typische Wetterlagen sind, ja, wie gerade im Moment. Und denke auch oft in den Herbstferien jetzt, wahrscheinlich sind auch viele von euch wieder innerhalb von Deutschland unterwegs. Und wenn ihr morgens merkt, dass so Nebel in den Tälern liegt und so, dann sind das die prädestinierten Kondenswasserwetterlagen. Und dann würde ich einfach versuchen, so viele dieser Tipps umzusetzen wie möglich. Und dann sollte das dem Urlaubsvergnügen hoffentlich nicht mehr im Wege stehen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Sachen dabei, ein paar spannende Aspekte. Mir hat es auf jeden Fall allein schon die Vorbereitung mega viel Spaß gemacht. Ich habe immer ein bisschen Faible dran, mich in sowas reinzufräsen und mir sowas anzugucken und auch dann die Messreihen mal zu vergleichen. Von daher hat es mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wer noch Zeit und Lust hat, etwas entspannter geht es gleich bei DJ Udo zu, der wieder auf Twitch streamen wird, hier live vom Campingplatz. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ich habe inzwischen aufgehört zu zählen, wie viel die Session das ist, aber es gehört inzwischen fast zum festen Programm. Was ohne 200 Beats kann ich schon gar nicht mehr schlafen oder so ungefähr. Auf jeden Fall geht es im Anschluss weiter. Den Link posten wir natürlich auch auf Facebook. Ansonsten ist geplant für nächsten Mittwoch mal das Thema Nähte und Dichtigkeit von Nähten und so weiter uns genauer anzuschauen. Da werden wir auch wieder die verschiedenen Materialien beleuchten. Auch da, wenn es für euch so passt, würde ich auch gucken, was machen die anderen Hersteller so, was sind die Möglichkeiten, wie funktioniert das.
wie kriege ich eigentlich so eine Naht dicht? Was heißt, dass eine Naht dicht ist und was kann ich tun, wenn sie aus irgendeinem Grund irgendwann mal nicht mehr dicht ist? Ist der Plan für nächsten Mittwoch. Genaueres dazu gibt es natürlich auf unserer Facebook-Seite. Wenn ihr noch Wünsche, Anregungen, Ideen habt, lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns immer über Themen, Anregungen und greifen das gerne auf. Ansonsten, ja, Freitag gehen hier in Hessen die Herbstferien schon los. Für viele heißt es dann nochmal den Wohnwagen oder anpacken, anhängen oder das Wohnmobil packen und starten. Für alle die, die das vorhaben, denen wünsche ich eine tolle Zeit. Hoffen wir mal, dass Corona uns nicht wieder, zumindest die, die ins Ausland wollen, einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist ja in einigen Regionen schon wieder so, sehr schwierig, gerade Richtung Holland oder so. Drücken wir mal die Daumen, dass es nicht so eskaliert, wie die Kanzlerin es prognostiziert hat. Liegt, denke ich, an allen uns selber ein bisschen. Und drücken wir mal die Daumen. Aber erstmal schöne Herbstferien für alle, für die fürs losgeht. Und vielleicht habt ihr auch von unterwegs die Chance, nächsten Mittwoch reinzuschauen. In diesem Sinne, schönen Abend, bis nachher bei DJ Udo und bis zum nächsten Mal. Und jetzt mal alle on the screen. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Forever, HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will. Nicht nur, weil man es so schön dann auf den Platz stellen kann, nein.